Aloha, ich grüße euch. Ja, und die Lucy auch. Ich glaube, ihr hört die nur hecheln. Lucy. Eieiei. Ja, heute geht es ein bisschen ums Bullet Journal und um neue Feinliner. Die teste ich im Video mal aus und um ein bisschen Post. Ja, nach dem Intro geht's los. Ich begrüße euch auf diesem Weg nochmal. In diesem Video erwartet euch einmal ja, die tollen Feinliner von Two Hands, stelle ich euch vor, die ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich werkel damit in meinem Bullet Journal. Ich benutze dabei die neuen Inkpads von Action, die Glittermarker von Action, Stempel von Paper Poetry und Stencils. Ja, von verschiedenen Marken. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr lasst mir ein Däumchen da. Und jetzt geht's auch schon los. So, jetzt mit Pfötchen. Nee, geht nicht. Auch Lucy. Ich war gerade mit der draußen. Ich glaube, die ist noch ein bisschen aufgeregt. Ja, bevor wir Bullet Journal und zu den Stiften kommen, möchte ich mich erstmal bei Marion bedanken. Marion hat mir ein Kärtchen geschickt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Da gucken wir jetzt mal rein. Mein Postfach ist im Moment so gähnende Leere. Ich hatte mir ja vorgenommen, jeder, der mir was schickt, ab jetzt, weil im Moment kommt nicht so viel, das dann immer zu zeigen. Ich habe mit Marion Kontakt. Ich hatte diese tolle Karte gesehen, ihr die Idee gezeigt und ja, sie hat sie direkt umgesetzt. Mega. So eine Anleitung kommt auch noch. Finde ich total klasse. Ja, ganz, ganz liebe Worte. Liebe Marion, vielen Dank. Hat mich richtig, richtig doll gefreut und ja, vielen Dank für unseren Kontakt. Dankeschön. Ja, Adresse, ne, steht auch unten immer in der Infobox. Hedwig Gedönsrath, Postfach 1135 52538. Das ist falsch hier, 538 ist das, in Gangelt. Das ist mein Postfach. Da geht alles rein, Postkarte, Brief bis Großbrief, keine Päckchen. So, jetzt fangen wir an. Also ich bin angeschrieben worden. Warum sieht das hier so schmierig aus? Keine Ahnung. Ich habe die nämlich schon mehrmals hier auf und zu gemacht. Ich habe da auch schon ein bisschen mit gearbeitet, damit ich euch auch da ein bisschen was zeigen kann. Moment. Und zwar gibt es die bei Amazon. Die sind von Two Hands Black Pigment Feinliner. 12 Stück in der Packung. Sind gerade im Angebot für 9,99 Euro. Finde ich super. Moment, ich zeige hier mal mein Beispiel. Ich war nämlich schon fleißig. Das ist ja mein Übungsheft. Und zwar ist hier drin, wirklich ganz fein, von 0,05, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 20, 30 und BR. Das ist so ein Brush. Ich zeige die euch gleich alle. Obwohl, ich habe die ja schon geschrieben. Von daher, ja, ich habe hier so ein Schulheft, das ist für die erste Klasse. Und hier habe ich einmal alle Stifte ausprobiert. Und ich habe mal Aloha geschrieben, das ist die 0,05. Und ich brauche ja immer Feinliner für meine Planer. Aber man braucht sie auch teilweise zum Doodeln, für Karten oder. Und ich tracke ja manche Sachen mit und dann brauche ich auch ganz, ganz feine. Und 0,05 ist eigentlich immer sehr schwer zu bekommen. Und deswegen war ich froh, dass der drin ist. Aber ihr seht, es ist hier von 0,05, 01, 02 nicht ganz so ein großer Unterschied. Aber wenn man wirklich ganz fein schreiben will, habe ich gleich auch noch ein Beispiel, ist der 0,05 wirklich sehr, sehr cool. So, und das sind die ganzen Größen. Hier könnt ihr mal so den Unterschied sehen. Ne, bis hier zu dem... nee, ich muss noch eine Seite weiter. Das sind nämlich nicht alles, nur 11. Das ist der Brush hier oben. Also so sieht das aus. Und hier habe ich auch mal ganz fein geschrieben, ne? 01, dann 08, wie klein man denn schreiben kann, weil das ist auch wichtig bei meinem Planer. Und hier einfach mal so ein bisschen noch ausprobiert. Also sie haben alle perfekt geschrieben. Kann ich nicht motzen. Und ich wollte euch jetzt nicht ja, das zeigen, wenn ich das alles ausprobiere, sondern das habe ich gestern Abend gemacht, einfach mal alles getestet und ihr seht, das ist alles super, kein Ding. Und hier ist einmal dann alles, also bis hierhin die Stärken getestet. So, und dann habe ich
auch noch mal alle Stärken getestet. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Wenn ich, das ist, sind jetzt so besondere Kästchen, ne? Aber ein normales Kästchen ist ja 0,5 mal 0,5 und das hier ist 0,5 mal, ich glaube, die Hälfte. Und da habe ich von 0,1 bis hier oben, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, genau, alle 12 Stifte ausgetestet. Und da seht ihr schon, wenn ihr so fein schreiben wollt, ist das möglich bis, also 0,05, 0,1, 0,2, 0,3. Und dann wird es schon langsam schwieriger, dann muss man echt aufpassen, wenn man so ganz kleine Sachen befüllen muss. Und die haben alle wirklich super geschrieben. Mega, finde ich total klasse. Wie gesagt, im Moment im Angebot. Ich verlinke euch das unten. Das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr darüber bestellt, entstehen euch überhaupt keine Nachteile. Ihr bezahlt den normalen Preis und ich bekomme eine Mini-Mini-Mini-Provision. Ja, die sind nicht giftig, wasserbasiert und wasserfest. Das wollen wir natürlich auch noch testen. Das können wir auch direkt mal machen. Das ist nämlich ganz gut, dass das hier auch schon einen Tag alt ist. Und dann nehme ich jetzt einfach hier mal meinen Pinsel mit Wasser und dann, wir gehen jetzt einfach mal hier so drüber, ne? Und ihr seht, da passiert nichts, ne? Also das ist, muss man halt natürlich erstmal trocknen lassen, aber hier bin ich mit Wasser drüber, da ist passiert gar nichts, ne? Das finde ich auch sehr gut, vor allem wenn man irgendwie was malen will und das hinterher noch kolorieren will. Super, läuft. Sehr, sehr schön. So, und jetzt will ich euch die natürlich auch zeigen in meinem Bullet Journal. Ich muss nämlich den Juli machen, wenn ich hier mal Platz hätte. Leute, ich komme hier einfach nicht zum Räumen. Ne? Bullet Journal, so sieht es schon aus. Und ich habe euch ja letztes Mal gesagt, der August wird flauschig. Nee, ist schon der Juli, der flauschig wird. Ich hatte ja diesen Stoff gekauft im Teddy. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist meine Juli-Startseite. Ist natürlich noch nicht fertig. Das habe ich gemacht mit den neuen Glitzerstiften von Action. Ne, diese, Moment, hier habe ich die Packung. Aber nur noch die leeren Packungen. Die anderen stehen nämlich hier neben. Ne, diese hier. Und die glitzern ja nicht. Die haben ja einen feinen Schimmer. Ne, und hier, ja, also wenn man die so mit Wasser vermalt, sieht man den Schimmer eigentlich nicht mehr. Hier kommt dann noch Juli hin und hier kommen auch noch verschiedene Sachen hin. Da hatte ich mir auch schon was zurechtgelegt. Ich weiß es aber auch nicht, wie ich dekoriere. Ich hatte mir hier einmal noch einen Stanzteil. Da wollte ich vielleicht den Hasen hin, vielleicht auch noch die Blume hier hinter. Aber vielleicht möchte ich auch mit Ephemera arbeiten. Das weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch hier ein, aber ich weiß nicht, ob das so passt. Aber ich hatte auch noch einen tollen Schmetterling. Aber das, darum geht es heute auch nicht. Trotzdem möchte ich euch das zeigen und auch schon ein bisschen neugierig machen, wenn ich euch die tollen Ephemera von Maremi Small Art zeige. Ne? Die sind ja auch mega. Ne? Die sind richtig, richtig klasse. Also das weiß ich schon nicht. Es geht auch nicht ums Dekorieren. So, das ist mein, kann ich ja mal mein, ne, das war mein Juni-Deckblatt. Hier kommt auch noch ein bisschen was hin. Hier hatte ich ja Blüten aufgeklebt. Und hier, ne, wir sind heute hier. Quatsch, Samstag, 15. ist nichts los. Ne, nächste Woche ist schon mehr los. Nächste Woche bin ich von Freitag bis Sonntag auf dem Festival. Pink Pop. Ja, hier habe ich Tracker. Und hier ist dann der Juli. Hier kommen noch was Sachen hin. Und hier habe ich schon die erste Juliwoche. Das ist die 27. Kalenderwoche. 1. bis... Moment, da brauche ich jetzt meinen Filofax. 1. bis 7. dann. Ne? Da. So. Und den, mein Filofax dekoriere ich ja auch. Können wir auch noch kurz... Ne? Hier habe ich auch die Ephemera. Das sind die von Maremi Small Art. Das ist von Pure Toast, Kate Curry. Hier wieder von Maremi Small Art. Ich mag das total. Ne? Hier, 27. Woche. Das hier nehme ich immer als Grundlage, weil das ist ein gekaufter Kalender. Also die Kalenderblätter sind gekauft, damit ich auf der sicheren Seite bin und mir nicht hier irgendeinen Hokuspokus eintrage. Ne? Ja, dann möchte ich mich auch noch ganz nochmal bedanken, ja, für die vielen lieben
Kommentare und auch, ja, ich glaube, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Einmal, ne, Tomato, Tomato, ja, richtig, Harry und Sally. Und das andere war hier Alfred Jodokus Quack. Ne, ich bin so fröhlich, so fröhlich. So, ich mache jetzt hier erstmal, jetzt überlege ich, ob ich hier die 01 nehme. Aber ich glaube, ich nehme den Brush. Weil ich, also die anderen haben die normale Spitze und ich zeige euch jetzt mal die 20 und die 30. Damit mag ich nicht so gerne schreiben. Das ist, seht ihr das? Ne? Die ist dann so abgeflacht und damit komme ich eigentlich, ja, ich müsste auch richtig zeigen, ne? Nicht so gut klar. Moment. Kann ich das mal hier? Und das kann ich so gar nicht. Ich mache das eigentlich nur so für den Hausgebrauch. Also ich bin kein Kalligrafie-Künstler. Aber ich könnte halt dicke und dünne Striche ziehen. Und hier haben wir das nochmal ein bisschen dicker. Deswegen mag ich das nicht so gerne. Ich zeige euch mal die Beispiele hier drin. Ne, das waren halt diese beiden. Ne? Das sind diese. Der Rest ist halt normal, nur von der Dicke anders. Und das ist der Brush. Und das finde ich eigentlich ganz schön. So, hier gucke ich dann rein. Aber eigentlich ist es ja klar. Ich habe jetzt hier alles drin. So. Und das ist der Brush. Und der hat wie so eine Pinselspitze. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Und ich lege mir hier immer, das sind ja, ist ja gedottet, das sind ja Punkte. Und damit ich so ungefähr gleich bin, möchte ich das haben. Ich muss mal gerade hier. Nee, ich glaube, ich nehme doch lieber einen anderen. Da ist mir jetzt nicht so nach. Ich nehme aber den 05. Wenn ich hier, ja. Das finde ich besser. So. Das nehme ich mir dann immer als Hilfe. So, und dann mache ich so. Und dann lasse ich mir immer so 1, 2, 3, 4, 5 und ins sechste schreibe ich wieder. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Ne, Quatsch, ins fünfte schreibe ich. Das vergesse ich auch immer. Das ist der Hammer. Aber das ist zu viel im Kopf, ihr Lieben. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, und die schreiben echt. 1, 2. Was haben wir denn? Donnerstag. Ich kann es so schlecht sehen hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, Freitag. 1, 2, 3. Ja, wenn ihr nicht so eine schöne Schrift habt, sagt, ah, die gefällt mir nicht, kauft euch so ein Schreibheft und übt. Und wichtig ist, langsam schreiben. Nicht so schnell, sondern langsam und einfach mal so ein bisschen üben, mit der Schrift spielen. 3, 4, 5. Und ich sage euch, es gibt auch Schönschrifttage und es gibt, ja, nicht so schön Schrifttage. Das ist manchmal echt ja, tagesformabhängig. Ne? Manchmal denke ich so, oh, schön geschrieben. Manchmal denke ich, naja, es geht so. Ne? So, jetzt überlege ich, ob ich hier hinter mir einfach hier so einen Stempel mache, wo ich
die Zahl hinterschreibe. Aber dann brauche ich hier was Dickes drunter, weil mein, das ist ja so gemoppelt, ne? Und so, das ist ja nicht mehr gerade. Das heißt, ich würde gar keinen geraden Dings hinkriegen. Oder mache ich das nächste? Ich glaube, das mache ich das nächste Mal. Ich mache jetzt hier einfach erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter. So, und hier schreibe ich jetzt gleich was Schönes rein, aber mit einem anderen Stift. Da könnte ich ja eigentlich mal hier die Feinleine nehmen. Och, Lucy liegt hier unten bei mir, wie schön. So. So, dann nehmen wir mal, gucken, wie das hier schreibt. Na, das sind ja die Feinliner. Weil ab hier habe ich nämlich Urlaub. So. Na, ihr seht, die schreiben wirklich klasse. Finde ich cool. Die sind auch schön weich. Ne? Nichts ist schlimmer wie ein kratzender Stift. Finde ich überhaupt nicht gut. So. Ja, und dann kommt die nächste Woche. Das ist ja die 28. Und da ist ja noch alles jungfräulich. Das wollen wir ja so nicht. Und dann nehme ich mir noch mal eine Schablone. Und zwar die hier. Und was nehmen wir denn für eine Farbe? Ich glaube, dieses hellrosa hier. Das sind die neuen Inkpads. Ihr könnt nehmen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch die Glittermarker nehmen, die ein bisschen nass machen. Das ist total egal, was ihr gerade da habt. Weil ich mag es ja schön bunt. Das ist ja quasi mein Bullet und Art Journal. Ne? Weil Bullet Journal wird ja oft auch drauf gepocht, es soll minimalistisch sein. Und ich bin alles nur kein Minimalist in gar keiner Hinsicht. Also, nee. So, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der Stencil ist, glaube ich, von Stamperia. Habe ich mir nur hier oben kaputt geschnitten. Aber das ist nicht schlimm, weil dieses Alchemist will ich sowieso nicht haben. Aber ärgerlich, ne? So, ja, das reicht mir schon. Hier ein bisschen sehr schön. Ich könnte natürlich mit einer anderen Farbe, aber ich muss ja noch was lesen können. Ich könnte jetzt noch mit einer anderen Farbe irgendwas anders drüber machen. Wenn ich hier so eine, könnte ich ein anderes Rosa vielleicht noch drüber machen. Wie gesagt, ich bin bei diesen Billigstempelkissen auch nicht wählerisch, dass ich für jede Farbe ein Bürstchen habe. Das ist mir Latte. Also, aber das muss jeder selber wissen, da ist jeder anders. Oh ja, Lucy. So, das war's. Und dann brauche ich jetzt mal wieder den Stift. So. Und dann nehme ich auch mal wieder die 05. Und dann haben wir hier die. Ja. Also da kann man echt schön mitschreiben. 28. Kalenderwoche. Das ist der 8. bis das 15. Ne, bis 14. Logisch, ne? Eigentlich. Bis 14. 7.24. So. So, und jetzt schreibe ich jetzt mit einem anderen Stift mal vor. Ich muss nur gucken, mit welchem ich das hier nehme. Das würde gut passen.
habe ich hier das Schmierpapier. Brush will ich nicht. Ja, das würde schön passen. Und zwar schreibe ich mir jetzt die Wochentage und schreibe dann nochmal mit Schwarz dadurch. Und die ich mache mir jetzt so die Wochentage einfach über zwei Kästchen. So. Einmal 1, 2, 3. Das vierte. So müsste ich ja da. Ne? So. Eins, zwei. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, passt. So, dann haben wir hier. Naja, der Mittwoch ist mal nicht so schön. 1, 2, 3, 4, 5. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn ihr was macht im Planer, es ist ja euer Planer, ne? Das ist ja, es muss euch gefallen. Und ich habe auch hier Sachen drin, wo ich denke so, ach du Scheiße. Aber hat mir überhaupt nicht gefällt, wo ich denke, was hast du dir dabei gedacht? 1, 2, 3, 4, 5. So, hier hin. So. So. Samstag 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir hier den. Sonntag. So. Sieht ja aus wie eine große Kinderkritzelei. Ne? So sieht es jetzt aus. Und ich schreibe jetzt einfach in klein. Ne? Also ich schreibe das alles klein. Ich schreibe das mal hier so drauf vor. Einfach langgezogen. Wenn ihr seht, da Montag. Ne? Also Montag. Und bei Dienstag, die Spülmaschine ist wieder fertig. Wie wäre es auch anders? Ne? So. Und ich lasse mir Zeit, damit das hier schön drin ist. Ja, warum mache ich das? Weil ich es möchte. Weil ich das witzig finde. Ne? Das hat keinen tieferen Sinn. So. Und guck mal, wie es aussieht. Ich finde das cool. Sehr, sehr schön. So. Und mache ich jetzt, ich glaube, ich mache jetzt hier große. Ach, da. 9., 10., 11., 12., 13., 14. Und schon habe ich hier die Woche fertig. Ob ich hier jetzt was hinschreibe, dekorieren mit Sicherheit, ob ich hier einen Tracker mache oder, das entscheide ich immer kurzfristig. Manchmal mache ich einen, manchmal keinen. Manchmal komme ich dazu, manchmal aber auch nicht. Ja? Dann machen wir jetzt die nächste Seite. Auch wieder jungfräulich. Und
Stencil. So, da habe ich den. Ihr seht, nicht sauber gemacht, aber ja, nicht schlimm. So, da kann ich auch jetzt mal ein bisschen mit, ich tue das erstmal wieder weg. Also für mich sind die top, vor allem auch Preis, finde ich klasse. Ich habe auch welche vom Action, ne? Aber ich kaufe mir meistens, also die sind für den Preis okay. Aber man muss wissen, das ist dann irgendwann am Ende. Da sind die ausgetrocknet, manche schreiben nicht mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Ich gucke immer, dass ich ein paar Marken Fineliner hier habe. Die halten definitiv länger. Ne? Es ist einfach so. So, wollen wir jetzt mal gelb machen? Wäre gelb cool. Wir machen jetzt einfach mal hier. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das Rosa hier abfärbt. Aber ich nehme jetzt einfach den Glitzerstift. Ne? Entschuldigung fürs Knist, fürs. Das ist wie Tafelkreide. Ne? Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. So, und dann nehme ich einfach ein bisschen Wasser. Und dann gucke ich mal, habe ich hier irgendwas. Und das ist noch gar nicht, weil ich kann jetzt nicht mit dem Rosa, dann ist es komplett rosa. So. Und dann schauen wir mal. Und dann kann ich damit auch Hintergründe machen. Ne? Also das geht mit ganz, ganz vielen. So, oh, guck mal, ist es ein Träumchen? Das ist ein Träumchen. Geiler Scheiß. Sorry. Sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, da müssen wir noch mal ein bisschen. Wo habe ich einen Stift jetzt? Hier. Ja, hier ist er. Nochmal Brushspitze. Achtung, es quietscht. Bisschen Wasser. Und ich finde, ich mag das so, so, so gerne. Ja, da könnte ich mich stundenlang mit befassen. Am liebsten schon das ganze Bullet Journal fertig machen, wenn ich Zeit hätte. Und ja, Lust habe ich meistens. Ne? Meistens hapert es an der Zeit. Habe ich das nächste und ich will mal hier, ich guck mal, wie das aussieht. Ne, das ist zu gelb, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht da drauf. Also wir nehmen wieder Schwarz. So, 14. Dann haben wir jetzt die 29. Woche. Und jetzt nehme ich mal den ganz feinen, den 0,01. Der ist ja richtig, richtig fein. So, machen wir das hier. Ne, wenn ihr schief schreibt oder so, nehmt ein Geodreieck, nehmt irgendwie eine gerade Kante. Überhaupt kein Problem. So, das ist der 15. bis zum 21.07. So. Jetzt könnte ich mir hier quasi auch noch mal was wischen. Ich gucke gerade, aber es geht natürlich. Ich könnte mir hier. Ist da noch was Blaues drin? Ja, ist ein bisschen mit Blaues dran. Machen wir einfach. So. So. Ich überlege. Ich teste aber jetzt erstmal, weil ich möchte jetzt mal mit diesem hier arbeiten, mit diesem Stempel. Der ist von Paper Poetry. Den habe ich von Ideemarkt.
So, und welches Stempelkissen könnte jetzt hier passen? Ne, von den 30 vom Action. Vielleicht das. Gucken wir mal. Ich weiß es nicht. Das ist, obwohl, doch. Also farblich passt das schon mal. Machen wir. Und dann muss ich mir das hier so hinlegen, weil mein Bullet Journal halt nicht eben ist, sondern ganz viele Sachen drin hat. So, und dann kann ich hier... Ja, passt doch. Super. So, und dann muss ich 1, 2, 1, 2, 3... Nächste. Und dann gucken wir nämlich, wie die Feinliner hier reinschreiben. 1, 2, 3. Hier. Next. Eins, zwei, drei. Mhm. Nee, eins, zwei, drei. Hier so hin. Das wird zu knapp, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, die Abstände sind nicht ganz gleich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, sonntags ist ja eh meistens nicht so viel. So. Mal sauber machen. So. Okay, das hat ab. Ich lasse das jetzt ein bisschen trocknen, ne, bevor ich jetzt da drin schreibe. Die Stempelfarbe muss erstmal ein bisschen trocknen. Ich könnte in der Zeit vielleicht mal gucken, ob ich irgendwas finde, wie ich es vielleicht dekorieren will. Ich habe mir einfach hier einen ganzen Schwung mal hingelegt. Eher gesagt, das war alles im Bullet Journal. Ich habe das einfach rausgemacht, weil ich euch ja nicht die Unordnung hier zeigen wollte. Nein. Die würde hier gut hinpassen, ne? Die Elfe. Oh. Okay, das war ein Kartenaufleger. Die Blume passt auch gut. Aber das ist vielleicht auch ein extra Video. Mit diesen Ephemera-Books. Ich glaube, das mache ich auch extra. Guck mal, da hier die kleine Elfe. Ja, total niedlich, ne? Oh, ist die süß. Ja, ich glaube, dekorieren machen wir in einem extra Video. Da stelle ich euch die Ephemera-Books vor. Wir machen das jetzt nur hier einmal für die Stifte. So, ich glaube, das ist aber in Ordnung. Und jetzt würde ich den Brush mal nehmen für die Zahlen. Oder? Ich muss mal gerade testen. Ich habe hier meine Testdinger. Und ich jetzt hier. Oder nehme ich einen ganz feinen. Der liegt ja, was haben wir hier? Steht, ne, ist ja doch 0,05. Ne? Ja, ich nehme den ganz fein. Das ist mir, glaube ich, lieber. Hä? 15, 16, 17, 18, 19. Warum habe ich hier bis 21. geschrieben? Bin ich irgendwie falsch? 15. 16. 17.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ha, ich habe ein Ding zu wenig. Super, Frau Jedönsrat. Passt ja, ne? Warum zählt ihr denn nicht mit? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Okay. Dann muss ich mich diesmal ausbreiten bis hierhin. Macht nichts, passiert. Dann ist das so. Ich habe immer gern eine Woche auf einer Seite. Da komme ich am besten mit zurecht. Wenn ihr Lust habt, ich kann euch mal ganz alte Bullet Journals zeigen, was ich früher auch für Experimente gemacht habe. Aber ich komme am besten mit dieser Übersicht klar. So, hier kann ich ja normal stempeln, weil da ist noch nicht so viel Gedöns. So. So, das. Dem helfen wir jetzt mal nach mit dem Trocknen. So. Ne, das seht ihr, das ist trockener. So, die sind ganz zart, finde ich aber auch gut so. Das, ne, die Zahlen finde ich klasse. So, wo kommt jetzt das Gerät hier hin? Stellen wir mal hier hin. So. Und dann, das mache ich auch hier mit dem ganz Feinen. Schreibe ich mir jetzt einfach ich glaube, ich mache mir den ersten Buchstaben groß. Ne, ich mache das so. So, Montag. So. Ja, ich bin nicht multitaskingfähig, ne, reden und schreiben, weil dann verschreibt man sich nämlich auch schnell. So, und hier haben wir dann den Sonntag. So, und schon habe ich die zweite Kalenderwoche fertig. Mega, richtig cool. Ne, nee, dritte war das. Ne? Also Deckblatt ist noch nicht fertig. Richtig bunt, muss man mögen. Ich kann euch mal, ich zeige ich euch ja sowieso immer gern, ne, meine Deckblätter. Diese, das ist der Januar. Und ich mache mir gerne, wo der Monat anfängt, immer hier so ein dickes Ding hin. Hier haben wir Februar, der ist auch ganz bunt. Und dann, wo ist denn der März? Habe ich das nicht so dick? Da, März, doch, aber nicht so. Der März, der April, der Mai, der ist auch ganz, ganz bunt. So, wo war der Juni? Hier, genau. Der Juni mit den Blättern. Ja, und dann der Juli. Und hier sind wir jetzt, ne? Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. Ja, dann sind wir schon. Ich muss mal gerade gucken. Ich teile mir das ja immer in Wochen auf. Dann haben wir bis zum 28. Und der 29. bis der 31. ist bis Mittwochs. Das heißt, für mich ist die letzte Juliwoche, also 29. bis 31. kommt bei mir schon mit in August. Wenn jetzt Juli bis Donnerstag gehen würde, dann wäre es noch mit im Juli. Da wäre die erste Augustwoche auch mit im Juli. Versteht ihr, was ich meine? Spürt ihr, was ich fühle? Aber so, wie gesagt, so komme ich gut zurecht, weil ich auf der Arbeit halt auch mit Kalenderwochen arbeite. Bin ich so gewohnt und fahre ich eigentlich auch ganz gut mit. Auch wenn man einen Termin ausmacht, dann kann ich mal sagen, nee, 27. Kalenderwoche nicht. Lassen Sie uns mal gucken, 29. oder so läuft. Ne? Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich habe jetzt noch einmal
hier was zu machen. Und ich glaube, wir nehmen mal diese Farbe hier. Und dann habe ich hier so ein, ups, meine Stencils fallen. So. Das sind einfach nur kleine Punkte. Und ich nehme hier, da war ich eigentlich im Blau mit drin. Egal, nehme mal hier dieses. Und hier mache ich einfach nur Punkte und dann kann ich immer noch gucken, was ich irgendwie anders mache. Die sind sehr klein, aber sehr witzig, finde ich. Ne? Kleine Pünktchen. Gucken, ob ich hier welche treffe. Genau, ich da wieder ansetze. Ob ich im Urlaub dann mal dazu komme, hier mein Bastelzimmer zu räumen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall mal Zeit. Dringendst. Und ich kann euch dabei nicht mitnehmen. Ich kann euch einzelne Schritte mal zeigen. Und ich habe auch überlegt, ob wir noch mal so ein Kistenchaos machen. Ob wir mal, ich habe hier unterm Schreibtisch zum Beispiel, ne, ich baue mich ja überall zu. Ne? Platz ist ja in der kleinsten Hütte, also hier habe ich ja maximal 9 Quadratmeter. Das ist ein Stück Wintergarten, den ich hier habe. Ob wir einfach mal Kisten aufmachen. Dass ich einfach Kisten nehme, ich weiß teilweise nicht, was drin ist, und dass wir Kisten gucken. Einfach mal so, damit ich auch noch mal weiß, was ich habe. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ob wir einfach mal Kisten gucken machen. Bin ich total gespannt, ob ihr da Lust drauf habt. Schauen wir mal. So. Ja, das ist ja total cool. Ne? Einfach hier die Pünktchen. Finde ich nett. Und da würde ich mir jetzt einfach meinen hellen Tombow nehmen. Der passt da nämlich super zu. Und mir hier einfach so eine Linie ziehen. Und dann nehmen wir jetzt einmal auch ein bisschen dickeren. Ich nehme jetzt mal den 06. Und dann haben wir, ich muss gerade die Stencils mal hier wegtun. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist die 30. Kalenderwoche. Damit ihr auch seht, ne, die schreiben hier überall drauf. Und zwar ist das der 22. bis 28.07. So. Und dann mache ich das hier. Auch für den Montag. Da können wir direkt 1, 2, 3, 4. Dienstag. Mittwoch. 1, 2, 3, 4. Donnerstag. 1, 2, 3, 4. Freitag. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, das muss auch nicht immer gleich sein. Ne? Mal hat man Dings dazwischen, mal nicht. 2, 3, 4. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. So, und hier, weil das so zart ist, nehme ich doch den 0,1. Nehme ich 0,1. Und diesmal schreibe ich Montag direkt klein. Einfach so. Montag. Und dann auch direkt so 22. Dienstag auch, nur so ein bisschen lang gezogen, 23,
Donnerstag, 25. Sechsundzwanzig, Samstag, 27 und Sonntag, den 28. So, na, dekorieren tun wir später. Aber ich wollte euch nur zeigen, wie die Stifte, ne, auf der Stempelfarbe schreiben, die hier drauf schreiben, die überhaupt gar kein Thema. Richtig cool. Also ich finde die toll und bin immer auf der Suche nach ordentlichen Feinlinern, weil die dürfen bei mir nie ausgehen. Ne? Wie gesagt, ich verlinke die euch unten in der Infobox zum Dudeln für alles Mögliche. Da ist auch eine Beschreibung bei. Sie sind wasserfest. Hier sind auch noch mal die Beispiele. Ne? Two Hands. Einmal die Stifte. Ja, aber mir geht es ja hauptsächlich um mein Bullet Journal. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Bereitstellen der Stifte. Und ja, da hatten wir ja nichts gemacht. Hier haben wir geschrieben auf der Stempelfarbe. Die war ja schon, das ist schon ja, 2-3 Wochen alt, wo ich das gestempelt habe. Ne, das haben wir neu gemacht. In die Glitzerstifte geschrieben. Hier in die Stempelfarbe geschrieben. Und hier über den Tombow geschrieben. Und ihr seht, das ist mega. Wie gesagt, dekorieren machen wir ein andermal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, sagt mir mal, ob ihr in die Kisten reinschauen wollt, was ihr von den Feinlinern haltet und ob ihr euch freut auf die Ephemeras. Ihr Lieben, bleibt gesund, schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Tschüss! Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis dranbleiben bis ganz zum Schluss. Vielen, vielen lieben Dank. Schreibt mir doch eure Wünsche in die Kommentare. Ich weiß, es sind immer Bastelvideos gewünscht, aber denkt dran, ich bin ja ganztags berufstätig. Ich könnte einen ganzen Tag basteln, aber ich habe leider die Zeit nicht. Ich habe so viele Karten vorbereitet und die ich schon gebastelt habe, die ich euch zeigen möchte. Es kommt. Nur wann, weiß ich nicht. Holz gehen einfach mal schneller. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Bleibt gesund.